Ey, das kann nicht sein. Mich Omi gerade einfach hops genommen. Eine letzte Frage. Wann wird denn Hubertz jetzt legal? Der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Oder war das nicht irgendein krasser in Deutschland? Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Marsch, es gibt eine Sache, die du noch nicht weißt. Wieder und ich haben uns dafür entschieden, dass wir uns zusammen den Edgar morgen machen. Ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe. Wow. Ey, du hast dich mit dem Eierkopf und der Oma-Brille geliebt. Ah. Und mit den roten Haaren und dem weißen Schnauzer. Boah. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Digga, diesen Kevin hasse ich. Und den weißen Schnauzer. Der. Bruder, ey, Motherfucker dachte wirklich, er könnte irgendwie mit Vloggen durchstarten. Da hat er wirklich, also da hat er sich alles, nee, wirklich, also das ist krass. Silberrennen, danke, Bruce, hab eben wichtigsten, danke schön. Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. So, da ist gerade ein ganz großer Chunk Haare angefangen. Oh mein Gott! Geisteskrank, das ist wie dieser eine blonde Junge aus diesem Meme. Tesla-Fahrer haben Geld, in Klammern Madeira, para, mehr. Man hat ja trotzdem gerade nichts zu tun, dass ich krank bin, oder? Ich freue mich schon, das hier bei Hungriger Hugo zu sehen mit 19 Jason Derulo-Songs drunter. Oder macht er jetzt wirklich 16? Oh mein Gott. Digga, hinten ist ultra krank. What the fuck? Er sieht aus, als hätte ich einen Helm auf. Ich sag ehrlich, von allen Goofy-Frisuren, die ich bis jetzt hatte, das ist besser als der Buzzcut. 100%ig. Safe. Ohne Scheiß, ich habe so lange meine Haare wachsen lassen. Digga, ich war gestern beim Friseur. Ich dachte mir so, ey, guck mal. Ich war eigentlich wirklich relativ zufrieden mit meinen Haaren. Ich lehne mich zurück, mach's mir bequem. Digga, ich mach die Augen auf. Ich wollte aber gerade sagen, ich wollte gerade schon anfangen. Bruder, wenn er jetzt, also Digga, wenn er jetzt seine Kappe auszieht. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer mittlerweile. Weil ich habe heute Stream geguckt von Zavex. Hier. Digga, guckt euch das an, dass der sich traut, so rauszugehen. Okay, ich sag nichts, aber dass er sich traut, was gegen mich zu sagen. Das ist crazy. Was ist das? Digga, ich sehe aus wie ein hart gekochtes Ei. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist halt eine First. Ja, guckt, das, was er da hat, ist viel schlimmer als das, was er vorhin gezeigt hat. Meine Meinung. Also das ist hundertmal schlimmer. Message in diesem Chat. Kannst du mal bitte dein Headset absetzen? Ach du Kacke, was ist passiert? Mann, die Frisur sieht über dope aus. Egal, was er als nachher hat, es kann nicht beschissener sein. Mach mal so richtig Beef mit YouTube-Video und so. Bruder, Retalk, gute Idee, weil ich habe keine Cutter mehr. Aber so ein Retalk-Video, ich mach das jetzt. Aufnahme starten. Yo, Leute, Tanzverbot wieder hier am Start. Ihr habt schon gesehen, kein Doppelpiece. Und zwar ist das ein erstes Video. Zavex, du kleiner Hurensohn. Ja, wo soll ich anfangen? Pff, Gewicht hier, Haare da. Gibt viel, ne? Spaß. War natürlich schon Spaß. Sein als das davor. Er hat schon eine Haartransplantation in Istanbul hinter sich, aber die haben ihm aus Versehen Sackhaarwurzeln transplantiert. Das ist der einzige Grund. Digga, dass Mr. Ei mir das sagen muss, ist crazy gerade. Guckt ihn euch an, Digga, er sagt mir das gerade. Vielen Dank für die Gifted Sub. Den ich mir erklären kann, warum das so aussieht bei ihm. Ja, lustig und so. Jungs, wann hört dieses ganze Haar? Ja, das ist krass. Thema auf, hast du das schon gesehen? Seinen Haaren. Digga, jetzt doch. Jetzt sind die doch gut, oder nicht? Irgendwie sehe ich gerade auch die Zavex. Zavex hat ja so eine Hairline. Oder damals sah ich krass aus. Was ist nur aus mir geworden? Oh, Digga. Digga, ich sah wirklich krass aus damals. Und das Problem ist. Oder damals sah ich krass aus. Was ist nur. Das Problem ist, ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, dass ich Haarausfall habe. Zu dem Zeitpunkt. Digga, schaut mich jetzt an. Das geht immer weiter weg. Was soll ich tun? Ich kann nichts dagegen tun. Aus mir geworden. Ich hab gerade das Bild gesehen und dann meine Facecam. Holy shit. Okay, ich finde das crazy. Boah, also das Seite, Bart und so ist ja überwild, Alter. Ja, Mann, das ist crazy. We win, no matter what. Oh mein Gott, Schatze, werden ganz viel Sex haben. Ganz kurz. Bruder, hat Trimax auf Samus White reagiert und dabei Clash of Clans gespielt? Macht er immer? Na, das ist crazy. Digga, ich glaube, ich mache jetzt was richtig krasses. Ich bringe meinen Stream auf eine neue Ebene. Digga, das ist kranke Scheiße.
Wie oft hast du an Clash of Clans gedacht? Sehr oft. Also jetzt war kein Witz. Ich mache das immer so als Witz, aber es hat mir wirklich Motivation gegeben, weil ich wusste, alle meine Arbeiter und das Labor ist 14 Tage beschäftigt. Egal, was ich da draußen mache in der Wildnis, egal, ob ich Essen habe oder nicht, alle 6 Arbeiter liefen und sind beschäftigt. Das hat mir wirklich Motivation gegeben. Digga, der Shader ist Arschritzel. Selbst ich würde das besser hinbekommen. Bruder, was ist das? What the fuck, man? Aber man muss auch sagen, Respekt, dass die 14 Tage durchgezogen haben mit so einer Scheiße. Morgen Wildstream, ich mach Shelter. War ein Joke. Auch nicht aus wie die verfickte Goldmine aus Clash of Clans. Finde ich sogar noch besser. Ja, das ist geil. Ich finde direkt jedes Video besser, wenn ich noch so ein Clash of Clans Overlay drin habe. Ich spiele auch immer so im Gym Clash of Clans. Da steht, oh, deine Armee ist bereit zwischen den 6. Bro, Tesla-Schlüssel in Flaschen packen für Samus Wild. W, Digga. Hast recht. Du hast 60 Sekunden, kannst perfekt angreifen. Sind aber überall Spiegel und die Leute sehen mich auch und erkennen mich auch einige beim Sport so. Ich stelle mich so extra so mit dem Rücken dahin, dass mich keiner sehen kann, aber es sind halt überall Spiegel und dann sehen die mich halt, dass ich beim Sport Clash of Clans spiele. Erster Versuch des Tages. Ach, Digga, was? Ich hab echt ein Gefühl dafür jetzt. Ich weiß genau, was klappt oder nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Digga, dafür zahlst du im Großhandel 25 Euro. Sind die dumm? Haben die wirklich Gefühl 5 dafür Stück? Jetzt? Das ist krank. Ich habe mir gedacht, als Angelset könntest du einfach so benutzen. Das benutze ich in der Türkei meist so ein Netz. Das wirfst du einfach ins Wasser. Die Fische sehen das nicht und verfangen sich dann darin. Ich denke, das könnte... Aber dieses Netz, dieses Teil da... War das, hat er ihm das vorgeschlagen vor Staffel 3 oder vor Staffel 2? Bruder, weil Knossi sieht das so krass noch jünger aus irgendwie. Ja, das war vor 2, ne? Ja, dachte ich mir. Okay, Jungs, anscheinend ist die Reaction vorbei. Ey, Jungs, falls euch die Reaction gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Fuß. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Aktueller Fischcount. 38. 38 Fische! Digga. Das, mal. Das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Sie runter. Boah, wo kann man Samus Wild jetzt noch machen? Staffel 4. Wo soll Staffel 4 sein? Digga, das ist literally alles durch. Schweden, Panama, Kanada, was gibt's noch? Bruder, Wüste, ich bin ehrlich, wird niemals passieren. Antarktis wird auch niemals passieren. Wisst ihr warum? Weil es fucking langweilig ist. Wüste und Antarktis wird niemals passieren, weil es erstens viel zu gefährlich ist und zweitens viel zu langweilig ist. Ist mein Call. Wenn es doch irgendwann passiert, ey, es tut mir leid, aber... Bruder, was willst du da Wüste machen? Da ist legit nur Sand. Australien, ja. Boah, wisst ihr, was auch krass ist? Und underrated? In den Alpen. In so Bergen. In den Bergen würde ich fühlen, Alter. Das wäre krass. Ja, doch. In so Bergen. Weil ich glaube, jede Staffel war jetzt mit Meer, oder? Also jede Staffel war am Meer. Aber es war noch nie eine Staffel nicht am Meer. Ja, es verstopft der Fluss. Da muss Monte mal ran. Und die ganzen Esszimmer rausmachen, damit der Bach wieder schön fließen kann. So, ich bin jetzt hier mal wieder oldschool am Ilsebach spazieren hier in Buxtehude. Hab heute noch ein bisschen Verstärkung für Kylo und noch 2 andere Hunde. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können, ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ja, Digga, also bin ich der Einzige, den das befriedigt, Mann? Staudamm hin oder her, das Wasser muss krisen. Mission Was machen wir heute? Ja, lass einfach lachen, wenn die eingeladen werden. Was machen wir heute? Keine Ahnung, lass uns Spaß haben. Könnt uns ein Seil bauen, oder ein Seilspring machen, könnten Verstecken oder Fang spielen, juhu. Jetzt zurück zu machen. Was? Die haben die krasseste Szene überhaupt rausgeschnitten, ich weiß nicht warum. Ich bin gerade sprachlos. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. Das war eine gigantische Höhle und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat, wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe. Meerjungfrau. Und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen und sie hat mich angeguckt. Wieso zum F*** schneiden die krasseste Szene nicht rein? Hast du vielleicht im Umgang mit der Robbe was falsch gemacht, was sie nicht zeigen wollten? Naja, ich wollte halt, dass die Robbe sich bewegt für die Aufnahme und da habe ich so einen riesen Felsen von oben die ganze Zeit auf die Robbe geworfen, bis sie dann ins Wasser gesprungen ist. Das waren so riesen 20 Kilo Felsen, habe ich da vollautomatisch auf die Robbe und mein Speer hinterher und alles. Das Messer, die Säge. Wenn das nicht alles im Uncut kommt, raste ich aus. Ne? Ich schnitz da nur für den Content 7 Stunden so ein Speer, obwohl Digga. Gar nichts mehr geht und dann sieht man den noch nicht mal. Digga, ist das krass. Ja, das bin ich. Ach, Rufsohn. Mach ich mit, ist der Bruder, gehe ich direkt rüber? Nee, du musst also die zwei halt mitnehmen.
Heb die Schere. Du machst hier mit. Nein. Kopf, du musst das. Er schafft's nicht. Also. Ja, ich muss ihm erklären, Bro, für Turnier. Da muss ich jetzt durch. Unmöglich. Muss sie. Mann, dieser kleine das gibt mir die ganze Zeit Sachen. Ich hätte es schafft, dieser Gomme HD, Bruder. Was ist denn? Digga, das ist der. Dem gehört der Server. Der will dir nur helfen. Du musst über die Schlucht da. Das ist so eine Schlucht. Geh drüber. Was ist eine Schlucht? Wie, was ist eine Schlucht? Bruder, wollte ich wissen, was eine Schlucht ist? Bruder, Schlucht gibt's auch in Real Life. Was Bruder, ist eine Schlucht? Was Schlucht? Ja, was ist, Bruder, er sagt Schlucht. Du bist gerade reingefallen in die Schlucht. Ja, Bruder, da dachte ich, also, Digga, das check ich nicht, warum er nicht weiß, was eine Schlucht ist. Bruder, das kann doch nicht sein. Man weiß doch, was eine Schlucht ist, auch wenn man nicht Minecraft spielt. Oder? Also, ich kann es nicht callen, weil ich ja Minecraft gespielt habe und da wahrscheinlich das erste Mal eine Schlucht gesehen habe. Aber eine Schlucht gibt's ja auch in Real Life. What the fuck? Ich muss TTS noch rausmachen. Best of Hugo beim Snowtrip Part 2. Hugo, was bremsen? Stopp, stopp! Digga! Bro, hier fahren Leute lang mit Snowboards. Oder wir fahren hier links runter. Oh mein Gott, RIP. Digga! Oh mein Gott! Kein Bock, das zu gucken, Alter. Ich muss erstmal eine Reaction fertig machen, Digga. Danach mache ich wieder 5 Sidequests. Er sagt Schlucht, Bruder, sagt Brücke! Was? Aber das ist. Ja, keine das Brücke. Krank, das ist ein, ja, Digga. Ich glaube, so langsam verstehe ich wirklich, warum Leute mich hassen. Also ich bin jetzt auch nicht der, ich bin auch nicht der Schlauste. By the way, ich habe heute gesehen, warum ich nicht der Schlauste bin. Ich habe mir heute mit meiner Mutter so alte Kinderfotos von mir angeschaut. Digga, legit, auf jedem Foto habe ich hier, bin ich hier blutig an der Stirn und habe hier Haare weggerissen und verloren. Wisst ihr warum? Weil ich jedes Mal zum Schlafen... Damals, Gott sei Dank habe ich das mittlerweile, also ich habe immer noch die Satisfaction, wenn ich das mal mache, aber meistens mache ich es so, also wenn ich im Auto schlafe, dann so. Weil ich habe als Kind damals zum Einschlafen meinen Kopf richtig, richtig fest und richtig oft gegen das Kissen gerammt. Also die ganze Zeit, also ich habe so meine Hände, dann drüber das Kissen und dann so. Und das wirklich... Jede Nacht so fest wie keine Ahnung was. Richtig oft und Real Talk. Ich glaube, deswegen bin ich so, wie ich heute bin. Wirklich. Und ich weiß, das wird doch nicht blutig. Doch, ich habe das so. Ich schwöre auf alles. Ich habe leider kein Bild gerade hier. Aber auf jedem Foto habe ich das. Ich habe das so oft gemacht, bis das hier legit blutig wurde. Weil die. Wahrscheinlich wegen der. Weil das Kissen so ein bisschen rau ist und das streift dann die ganze Zeit dagegen. Vertraut mir, irgendwann wird das. Irgendwann wird das blutig. Und irgendwann bin ich schlau genug gewesen und hab anstatt meinen Kopf, hab ich angefangen, meinen Fuß so die ganze Zeit zu treten. Okay? Und Upgrade wieder. Jetzt bin ich so weit, dass ich meinen Fuß nur noch bewege. Ich bewege nur noch so meinen Fuß. Vielleicht kann ich irgendwann einfach schlafen, ohne irgendwas zu bewegen. Motherfucker ist nicht eingeschlafen, sondern hat sich selbst ins Koma geprügelt. Digga, das kann echt sein, ne? Warum? Ich weiß nicht, damals als Kind, also das hat mich irgendwie erfüllt. Ich weiß es nicht. Bro, was bist du für ein Opfer? Ich hab keine Ahnung, Bro. Das war damals irgendwie, ich hab das damals irgendwie gefühlt. Das hat mich beruhigt irgendwie, ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, wie das gerade so klingt wie der größte Troll, aber ich mein's komplett ernst. Und ich check, also jetzt check ich auch nicht, warum ich das gemacht hab. Oder einfach noch dümmer als ich. Hat dein IQ. Haben das deine Eltern nicht gemerkt? Doch, aber die haben auch die ganze Zeit gesagt, ich soll aufhören damit. Aber bis dann waren die weg und dann hab ich's wieder gemacht. Buch zwischen 103, guck ihn dir an. Ja, mein IQ wäre zwischen 130 und 145, ja. Er ist ein Genie, er ist begabt, ohne diese Seite. Ja, weil ich sagen wollte, ich glaube, ich check jetzt so langsam, warum Leute mich hassen, weil, oder Leute denken, ich trolle oft, Bruder, weil das muss sie dazu, eine Brücke sagt. So, das bin jetzt crazy. Der neue Cutter, antworte mir auf Twitter. Ich schaue mir heute Abend die Twitter-Nachrichten an, ich bin ja, wirklich diesmal, weil diesmal habe ich wirklich gar keinen mehr. Lieber, danke fürs Abend, im wichtigsten Dankeschön.
Too Much fragt im Chat, warum sind von dir im satten Hugo-Video die unlustigen Stellen rein? Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn wirklich so lustige Begegnungen in Amerika mit so vielen coolen Amerikanern. Und was kommt rein? Autos. Ach so, doch, das Video. Junge, wie geil. Ja, kein Wunder, dass der so viele Zuschauer hat. Gibt doch richtig Hobby-Car-Spotter oder so, ne? Folge dir! Ich schwör's euch! Ich bin aber dankbar, dass wir drin sind. Wir dürfen nicht meckern. Aber deswegen hier für Satter Hugo noch mal ein paar Autos. So, hier haben wir noch ein Auto für Satter Hugo. Ich bin wirklich dankbar. Hey, ich zeig kurz ein Auto, damit es bei Satter Hugo landet stattdessen. Spaß, ich bin froh, dass ich drin bin. Ist halt immer so witzig, weil die trockenen Sprüche und die lustigen Sachen. Erstmal hallo Wilhelm. Hello. Wilhelm, du sprichst kein Deutsch. What? Der spricht ja nur Amerikaner. Oder sagte Hugo, schneid wieder, bitte wieder nur die Autos rein, bitte. Hallo, I'm talking with my toys. Ja, war gut, war geil, super. Grüezi, super, la, la.